Du nutzt Windows 10 und überlegst einen Wechsel zu Linux, willst aber nicht auf die vertraute Windows 10 Oberfläche verzichten? Linux FX könnte genau das sein, was du suchst. Eine stabile Ubuntu-Basis mit einer Oberfläche, die Windows 10 zum Verwechseln ähnlich sieht. Ob das Paket hält, was es verspricht, schauen wir uns heute einmal an. Ich wünsche euch viel Spaß. Über die Distribution. Linux FX ist eine brasilianische Distribution, die auf Ubuntu basiert, Cinnamon als Desktop standardmäßig liefert und eine Windows 10-ähnliche Oberfläche bietet. Es wird sogar eine Alternative für den Cortana-Assistenten mitgeliefert. Helloa ist das Zauberwort. Jedoch muss Sentinel VMS installiert werden. Klickt ihr auf Install Sentinel VMS, wird auch Sentinella Client installiert. Leider war dies mit meiner Version nicht möglich, da ich nicht die WXS-Version herunterlud. Eigentlich hatte ich auf der überwiegend in spanischer Sprache gehaltenen Seite nicht erkennen können, dass es hier gewisse Besonderheiten gibt. Das ist also etwas intransparent und um uns nicht länger unnötig aufzuhalten, fahren wir jetzt einfach ohne Helloa bzw. Sentinel VMS fort. Download. Die Projektseite www.linuxfs.org ist in spanischer Sprache gestaltet. Doch das ist jetzt nicht das große Hindernis, an die ISO-Datei heranzukommen. Einfach oben auf Linux-FX, schräger Windows-FX klicken, dann Windows-FX 10 und dann wählt ihr eure Architektur aus. Da ich jetzt kein Raspberry hier habe oder es darauf nicht zeigen möchte, nehme ich natürlich die 64-Bit-Edition, klick hier drauf. Dann könnt ihr euch hier nochmal ein Video angucken über Windows-FX 10.2. beziehungsweise Linux FX 10 ist, naja, ob das jetzt so sinnvoll ist, beide Namen so direkt nebeneinander zu stellen, sagen wir dahingestellt oder lassen wir es mal im Raum stehen. Wenn ihr die Datei, die ISO-Datei nun herunterladen wollt, klickt ihr hier auf Download. So, und dann hier auf Download. Und irgendwann kommt ein Pop-up und fragt euch, ob ihr die ISO-Datei haben wollt. Genau. Dann speichert ihr die einfach. Okay. Und irgendwann ist dann die ISO-Datei auf eurer Platte. Und im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt die Installation an. Installation. Hier gibt es wenig Aufregung. Wir starten im Live-Modus und können Linux FX direkt ausprobieren. Mit Klick auf Install Windows FX auf dem Desktop öffnet sich der Installer. Die deutsche Sprache ist direkt vorausgewählt und nachdem wir unsere Zeitzone konfiguriert haben, können wir die Tastatur konfigurieren. Anschließend kommen wir zur Partitionierung, dicht gefolgt von der Benutzererstellung. Habt ihr all das fertig, gibt es noch eine letzte Zusammenfassung vor der Installation. Mit Klick auf Installieren und letztmaliger Bestätigung, dass ihr auch wirklich sicher seid, dass es losgehen soll, geht's dann los. Während der Installation werden euch ein paar Bildchen eingeblendet, die leider überwiegend in spanischer Sprache, aber dennoch mal eine nette Abwechslung sind. Alles gipfelt in der Bestätigung, dass alles fertig ist. Sofern der Haken jetzt Neustarten gesetzt ist und ihr auf Erledigt klickt, wird das System durchgestartet und eure neue Installation fährt danach hoch. Eckdaten, Auslastung, Plattenplatz. Meine frische Installation hatte direkt 8,4 GB belegt. Nachdem nun alle anstehenden Aktualisierungen eingespielt sind, liegt der Wert bei 8,6 GB. Eckdaten, Arbeitsspeicherverbrauch, RAM. Im Leerlauf, nach dem Start, belegt Linux FX bei mir direkt 757 MB RAM. Für Cinnamon ist das ein ganz guter Wert. Zum Vergleich, ein Linux Mint 19.3 System mit demselben Cinnamon 4.4.8 verbraucht in selber Situation knapp 654 MB. Also im Großen und Ganzen alles im Rahmen.
Beachtet an der Stelle jedoch, es handelt sich hier um initiale Benchmarks, das heißt keine praxisnahen Werte. Wenn ihr Anwendungen aufhabt, dann werdet ihr einen höheren Arbeitsspeicherverbrauch feststellen. Desktop. Linux FX liefert Cinnamon in Version 4.4.8 aus. Damit ist Cinnamon in gleicher Version, wie es zum Beispiel bei Linux Mint 19.3 derzeit ausgeliefert wird. Die Anpassungen sind weitreichend und Cinnamon kommt auf den ersten Blick wie ein Windows 10 System daher. Der Desktop folgt aus seinem Vorbild. Wir haben unten eine Leiste, die links ein Startmenü birgt, welches aber jetzt eher an Windows 7 als an Windows 10 erinnert. Es handelt sich hierbei um das normale Cinnamon Startmenü. Daneben soll ein Cortana-Nachbau als Sprachassistent kommen, was in meinem Beispiel leider nicht ganz klappte. Klicken mal drauf und wenn ich hier auf Initial Setup gehe, dann fragt er mich, ob ich Sentinel VMS installieren möchte. Dann sage ich jetzt ja, das möchte ich. Und dann kommt eine Fehlermeldung, dass ich die falsche Version habe. Schade, hätte es gerne gezeigt, aber vielleicht wird es irgendwann mal in einem späteren Video nochmal funktionieren. Daneben haben wir einen Arbeitsflächenumschalter. Das heißt, hier können wir zwischen den verschiedenen Arbeitsflächen hin und her schalten. Gehen wir mal zurück. Daneben haben wir die Anwendungsschnellstarter. Hier ist jetzt Nemo. Sieht halt aus wie der Windows Explorer. Google Chrome ist vorinstalliert gewesen. Das ist der Standard App Center, das GNOME Software Center. Rechts haben wir dann Steuerelemente, wie hier in dem Fall haben sie jetzt ein Gadget bzw. eine Erweiterung eingespielt, den Systemmonitor. Ja, es ist halt alles dem Windows-Vorbild nachempfunden. Dann hier sollte eigentlich das Wetter kommen, das lädt sich aber ein Wolf, keine Ahnung, warum das hier so sich anstellt. Gefolgt von den üblichen Steuerelementen für Netzwerkverbindung, Lautstärke, Akku, Datum und Uhrzeit. Und hier haben wir noch ein Menü, um das System auszuschalten oder in Bereitschaft oder in Schlafmodus oder Ruhezustand, je nachdem, welche ACPI-Zustände unterstützt werden, zu versetzen. Schauen wir uns mal die Desktop-Anpassung an. Gehen wir mal in die Einstellungen und dann unter Themen. Denn hier kommen Anhänger der dunklen und der hellen Seite auf ihre Kosten. Neben dem Linux FX 10 wird auch ein Linux FX 10 Dark-Thema ausgeliefert. Stellen wir auch mal um, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Also, dann ist alles dunkel gehalten. Gut, das Menü war jetzt eh dunkel gefärbt, nicht so gut vorzeigbar jetzt. Neben dem Linux FX 10 Thema kommt auch noch ein weiterer Satz mit, und zwar Kimo Dark und Kimo Light. Ich stelle die auch mal kurz ein, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Kimo Dark und dann machen wir noch Kimo Light. In der Vorschau sieht es jetzt nicht ganz so konsistent aus. So. Und wem das jetzt noch nicht reicht, der kann auch noch hergehen und kann Advaita einstellen, also das Standard GNOME Theme oder Advaita Dark. Ich belasse es jetzt mal bei Linux FX 10. Was ich natürlich jetzt vergessen habe zu zeigen, ist, dass es auch ein Iconset gibt für Kimo Dark und Kimo Light. Das passiert allen Anschein nach stark auf dem Ubuntu Yaro Symbol Set. Also ist ganz nett gemacht. Jetzt hat er hier, ne, also falsch gewählt. Okay, alles gut. Ja, dies mündet in einen relativ stimmigen Gesamtkontext. Bei den Hintergrundbildern, schauen wir auch mal rein. Da ist auch einiges geboten. Ich finde, die Auswahl ist ganz nett gewählt. Was mir nur aufgefallen ist, dass nicht alle hochskaliert kommen, also welches war es hier, dieses Häuschen, das wirkt ziemlich matschig, also ja, sieht aus, als wäre es eine kleine Auflösung, die halt jetzt hier hochgerendert wird, hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Dann nehme ich mal wieder das Dark Windows Bild,
Das sieht ganz nett aus. Wenn auch gleich ich mich manchmal schon ein bisschen frage, wieso Linux-Distributionen hier mit den Urheberrechten umgehen. Wenn sie hier überall Windows-Logos einverwenden und ziehen und so, ich weiß nicht. Also ich wollte an der Stelle einfach nur mal darauf hingewiesen haben. Insgesamt wirkt der Desktop seinem Vorbild wirklich recht gut nachempfunden. Zumindest mal auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sieht man natürlich schon, dass es kein Windows 10 ist, aber wer von Windows 10 auf Linux wechseln möchte, könnte hier natürlich eine interessante Gelegenheit finden. Vorinstallierte Software. Wir haben Kernel 5.6.15-Windows FX-10-Generic. Als Browser haben wir Firefox in Version 77.0.1 und Google Chrome in Version 83.0.4103.97. Als E-Mail-Client haben wir Evolution in Version 3.36.2. Als Office-Paket haben wir LibreOffice 6.4.3.2 mit dabei. Flatpak oder Snap? Wir haben beides dabei. Snap liegt in Version 2.44.3 plus 2004 vor und Flatpak kommt in Version 1.6.3 mit. Allgemein vorinstallierte Software. Hier haben wir einen bunten Mix an Software mit vorinstalliert. Schauen wir mal. Einerseits haben wir, ich fahre jetzt mal direkt runter, Skype mit vorinstalliert. Und dann haben wir den Microsoft Teams Preview Client mit dabei, also das ist die offizielle App von Microsoft für ihre Microsoft Teams Lösung für Linux. Dann Transmission ist mit dabei. Transmission, bin jetzt etwas zuvor gesprungen. Kodi ist mit dabei, also Medienverwaltung im lokalen Netz. Midnight Commander ist mit dabei. Dann Plank ist auch mit dabei, also noch ein Medienverwalter. Transmission hatte ich schon erwähnt. Und Wine ist zum Beispiel mit dabei. Also ihr seht, ein sehr bunter Mix an Zusatzsoftware. Und es scheint, als wird unterstellt, dass wer von Windows 10 kommt und einen Windows 10 ähnlichen Desktop nutzen will, eine höhere Akzeptanz gegenüber Microsoft-Produkten zeigt. Vielleicht ist hierfür die Nachfrage im südamerikanischen Raum entsprechend hoch. Für meinen Geschmack dürfte es gerne etwas weniger sein. Fazit: Linux FX ist ein Tux im Schafpelz, könnte man sagen. Der Ansatz könnte Neueinsteigern den ersten Schritt erleichtern. Doch ob Linux FX eine Distribution für den dauerhaften Einsatz ist, müsste sich in einem Langzeittest zeigen. Hier gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass man ein Linux Mint mit entsprechenden Themen auch recht schnell so aussehen lassen kann. Die Zusatzsoftware kann man nach Bedarf auch schnell installieren. Doch genau das ist die Frage, ob man das selbst machen will oder gleich haben will. Ich denke, ein blutiger Anfänger, ohne das jetzt wertend zu meinen, könnte damit gut spielen, aber man sollte einen Umstieg auf Linux Mint prüfen, wenn ein Beginn gleich mit Linux Mint nicht vielleicht der nachhaltigere Ansatz ist. Denn mit der Distribution Linux Mint kann man arbeiten und sie ist eine gestandene Nummer in der Linux-Welt. Bei Linux FX lässt sich das nicht so leicht einschätzen. Das liegt daran, dass die Seite in spanischer Sprache ist, das Team vermutlich überschaubar groß oder klein ist und die Aktivitäten auf seinen Kanälen, also ich weise nochmal auf den letzten Beitrag von Anfang 2018 auf Twitter hin, also die Präsenz auf seinen Kanälen ist jetzt nicht allzu groß. Insgesamt würde ich eher zu Linux Mint raten aus genannten Gründen. Vielen Dank an alle, die meinen Kanal bereits abonniert haben. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Kanalabo sehr freuen. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Auf meinem Blog michelfranken.de findet ihr immer den jeweiligen Artikel zum Video zur Nachlese. Meine Beiträge und meine Videos könnt ihr gerne mit euren Freunden in den sozialen Medien teilen. Macht es gut,
Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.